Es wird nämlich geheiratet oder sowas? Keine Ahnung, was abgeht. Dann bei Banu willst du Romeo als deinen Mann haben? Ja! Die haben ja alle Anzüge an, Alter. Was passiert denn hier? Okay, Leute, ganz kurz. Also, ich hab dir heute schon was zum Server gesagt hier. Das Stream-Event, ja. Es war erlaubt, alles zu tun, alles zu machen. Heute sind 3 Hochzeiten. WTF, Alter. Die hätten alles machen können heute. Haben es geschafft, hier eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Doch, 4 Hochzeiten. 4 Hochzeiten heute? Leute, was ist denn euer Problem, Alter? Rewe, setz dich hin, bitte. Sollen wir in den Discord gehen? Was sagt ihr, Leute? Sollen wir in den Discord gehen und in den massiven Cringe reinfahren oder nicht? Der Typ sitzt auf seinem Schwein hier, Alter. Mit seinem Hund Peter. Ey, Leute, ich schwör's, das wird jetzt so unangenehm. Ich bin da raus, ne? Das Ding ist, ich muss mal ganz eine Sache sagen, ja? Hier ist PvP an. Die könnten sich alle gegenseitig umbringen, wenn sie wollen. Machen sie aber nicht. Richtig. Dann, gehe ich mal ganz kurz auf meinen Discord, Leute. Ist das hier der richtige Channel? Okay, hallo? Ja, jetzt, Alter. Ey. Wie unangenehm wird das jetzt? Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Mega geil. Kann ich ganz kurz erstmal fragen, bevor jetzt hier erstmal, wieso habt ihr schon wieder alle Leute gespawntrapped? Damit wir hier Ruhe haben für die Hochzeit. Wir werden die ganze Zeit angefackelt. Wir sind die ganze Zeit nur raus am Gehen und alles am Löschen. Achso, also euer... Ah, hier fliegt gerade Primesub Rebi, fliegt hier gerade einfach umher. Alles klar, der Ehrenmann. Sympathisch. Ja, gehackt wurde viel. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, euch irgendwas Sinnvolles aufzubauen, wenn ich das kurz erörtern darf? Also ja, wir haben mittlerweile 3 Basen aufgebaut. 3 Basen, habt ihr das Video gesehen? Ja. Hab ich da das Krasse vom Server gezeigt oder nicht? Sag's mir kurz. Dagel Devs Base fehlt noch, also Team Zuckerrohr. Ja, das ist ein Kobbelklumpen. Gut, ich würde auch gerne gleich nochmal ganz kurz erfahren, was hier alles passiert ist. Ich bin jetzt einfach hier und X der Echte ist ja auch am Fliegen. Ja, nee, klar, Hexen ja auch cool, mega. Nice. Ja, ey, fangt einfach an, wa? Mit der Hochzeit, Alter. Dann fang ich an, ne? Alter, ist das unangenehm. So steht, wo wir reingehen. So, hey, Leute, fangen wir an. Ja, so, wir haben uns heute hier versammelt, um... Stopp, darf ich Musik anmachen, bitte noch, ganz kurz. Jo, ey, Rebi, by the way, hast du vielleicht ein bisschen TNT? Warte, Melo, ich hab noch eins. TNT so, jetzt bitte nur noch der Fahrer reden, bitte, ja? Ich will ein bisschen cringe, wenn wir jetzt hier reinfahren. Ich werde auch zwischendurch dumme Bemerkungen machen, nur dass ihr es wisst, ne? Geil. Okay. Perfekt, let's go. Ja, so, wir haben uns heute hier versammelt, um 3 sehr schöne Zeremonien zu veranstalten. Ist wie 3-mal geheiratet. Ich will einmal Shadowclaw nach vorne bitten und Adcash. Applaus. Ich weiß nicht, um eine künftige Stille zu töten. Ich glaube, in der Kirche klatscht man nicht, ja. Ja. Wollt ihr heiraten? Nö. Adcash, willst du Shadowclaw als deine Frau... Alter, das ist ja... Nehmen, irgendwie. Ja, ich will. Das ist das Unangenehmste, was ich jemals... Das ist so peinlich. Ja, ich will. Brenne. Ja, ich will. Auto, Armor. Leute. War das? Ja, das war der Hacker. Was ist gerade passiert? Wie hat er das gemacht? Danke, Dave, genau. Der hat Pay für Hex, der hat auch nicht nur einen Account. Der hat mehrere Accounts, der zahlt dafür Geld, also... Ja, aber sollen wir ihn bannen oder nicht? Warum? Den hast du schon ganz oft gebannt, der kommt immer wieder mit anderen Accounts. Ich hab ihn gebannt, Okay, ja, also ja. Ihr wurde gerade einfach... Der hat aber gerade noch 4 Accounts als Bots hier. Der hat noch 4 andere Accounts. So eine kleine 31er-Sau, Digga. Und eure Kirche brennt, ich... Was? Alter. Welche anderen sind das? Wann Fandang 1. Und dann eure Kirche fackelt gerade ab, also. Und es leckt dezent mal wieder. Eure ganze Stadt brennt. Nein! Die Stadt brennt. Alles brennt, ja. Ach, die Zeremonie wurde zerstört. Lass jetzt erstmal heiraten. Ja, aber eure Kirche brennt und eure ganze Stadt. Warte, wir können in meine Wut gehen. Egal, wir müssen jetzt. Wir haben doch noch die Kirche im anderen Dorf. Eine unangenehme Hochzeit, wirklich. Das sollte doch mal kurzer Tag werden. Ja, entspann dich jetzt mal, Alter. Hör mal auf rumzuheulen jetzt hier. Ja, mega. Ey, Leute, tolle Hochzeit bis jetzt. Machen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen. tun wir einfach nicht, als hätte nicht die ganze Kirche gebrannt, wisst ihr? Ja, okay. Ja, passt so. Gut. Bitte, können wir nochmal von vorne jetzt? Also, nochmal von vorne, Alter. Hilfe. Von vorne, okay. Es ist ziemlich belastend, sich das hier anzugucken. Nur, dass ihr das wisst, ne? Es wird Vor 4.500 Zuschauern ist das nur so. Alter, help. Es ist wirklich echt unangenehm für mich gerade. Ach, alles gut. Die Tür nervt auch nur dezent. Hab's abgebaut. Perfekt. Gut, alles klar. Perfekt, dann. Einfach alles von vorne. Okay. Ja, macht euch weiter. Ich bin ganz oben.
Romatras hier auch hinten, der ist irgend so ein Random einfach bei euch in die Kirche gekommen. Der sitzt ganz hinten, ganz gruselig. Der mit dem Stalin-Skin hier hinten in der Kirche. Keine Ahnung. Ich habe von einem Freund gehört, dass Thorium hier noch etwas sagen will. Ja, gerne. Talke das, was du talken willst. Alter. Ja! Geht so cringig wie möglich, bitte. Hey Leute, ich bin Thorium, der größte Tollpatsch und vergesslichste Mensch der Welt. Deswegen habe ich auch die Ringe vergessen. Spaß. Naja, egal. Weg von mir, sondern zu Edcash und Shadow. Als ich Edcash kennengelernt habe, war er noch einem falschen Team. Trotzdem haben wir uns auf Anhieb verstanden. Als er dann zu uns in Team Bambus kam, war unsere Freundschaft noch größer und somit hat er mich zu seinem Trauzeugen ernannt. Wofür ich ihm sehr danke. Jetzt zu meinem lieben Freund Shadow. Als ich ihn kennenlernte, kam ich gerade erst ins Team Bambus und er war mir vom Anfang an sehr sympathisch. Auch wir haben uns super verstanden und sind gute Freunde geworden. Alter. Und auch er hat mit Vicky eine tolle Trauzeugin. Als Edcash und unser Team Kurze Frage, hast du dir den Text vorgeschrieben? Ja, hat er. Hast du ihn vorher schon mal gelesen, oder? Nein, ich kann ihn nicht lesen. Perfekt. Leute, darf ich jetzt zu Ende lesen, oder ja, nicht? Ja, bitte. Super. Shadow und Edcash sich direkt sehr gut verstanden und lieb gewonnen. Mehrere Wochen vergingen und ihre Liebe wurde immer größer und heute heiraten sie. Ich freue mich für euch und hoffe, eure Liebe bleibt bis euer Lebensende bestehen. Bis euer Lebensende, genau. Gut, dann heiratet doch jetzt einfach schnell. Ja, hey, Trauzeugen, kommt ran, gib den Leuten einen Ring. Beide haben schon ein Ja gesagt, also wow. Ihr da ist der Blumenstrauß. Ah, hier ist der Blumenstrauß. Blumenstrauß. Wer das nochmal geheiratet, hier sehen sehr viele Leute vorne. Shadowclaw und Edcash. Ah ja, okay. Kann ich kurz fragen, ob das Mann und Frau sind oder Mann und Frau? Ich blicke hier nicht ganz durch. Also, das sind Mann und Frau. Achso, okay. Ja, Shadow hat ja ein Kleid an, deswegen. Aber ist das ein echter Nebenmann oder? Das ist ein echter Nebenmann. Ja. Nee. Achso, okay. Nee, klar, toll. Dann machen wir doch jetzt weiter mit der nächsten Hochzeit. Ist also, okay. Ich ey, das war voll viel Arbeit. Einer hat Mental Gaming und Maxim nach vorne. Ihr beide habt euch heute auch hier versammelt, um zu heiraten, wie ich von einem Freund gehört habe. Da wollte niemand irgendeinen Text sagen, glaube ich zumindest, hoffe ich. Wollt ihr, Mental Gaming, willst du Maxim als deinen Mann haben? Ja. Und Maxim, wer ist das willst da? Du... Tobi Knight, das ist der andere von Pferden, also Double Dave. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Maxim, willst du Mental Gaming als deinen Mann haben? Ist jetzt gerade der Hacker schon wieder? Ganz kurz. Warum, was macht der Mental Gaming da unten im Loch? Der hat 5 Accounts insgesamt drauf. Na, ich bin da reingefallen. Nee, es ist... Also, wer bist du? Ich hab 2 Herzen. Hau ab, Alter! Ich stell mich vor die Kirche. Geh weg! Ich hatte das runtergefallen. Geh weg! Leute, also... Dauert es, also... Ja, dann erkläre ich euch jetzt zu Mann und Mann. Perfekt, also jetzt ist die zweite Hochzeit, ne? Ja, dann bin ich noch Romeox und dann Balbano nach vorne. Ich hab dann Balbano sitzen am Spawntrap. Und muss dann mal in die Kirche trinken. Ich glaube, ein TP wäre gut. Gut, Das ist wohl die wichtigste Hochzeit, habe ich gehört. Ja, ja, klar, Don Balbano ist, ja. Unser Kaiser. Ich find's echt mehr unangenehm als geil, bin ich ehrlich. Ich auch, also sprengt's bitte hoch, bitte. Das ist Team Bambus, stabil, aber hol. Gib mir Tee, bitte schnell, viel. Ich hab nur 2 Stück. Gut, Don Balbano muss jetzt hier sein eigentlich, oder? Der hier ist hier oben, der brennt hier. Da steht Don, ja, genau. Genau. Don Balbano, willst du Romeox als deinen Mann haben? Ja! War das wirklich gerade Don Balbano? War das gerade Don Balbano? Das war das erste Mal, dass Don Balbano gesprochen hat. Okay. Alles klar. Eindeutiges Ja. Romeox. Auch relativ nah an seiner Stimme dran. So hätte ich mir auch Don Balbano Stimme vorgestellt. Romeox, willst du Don Balbano als deinen Mann haben? Oder Don Balbano als aus der Küche. Tschüss. Als Frau? Ja. Ich nehme Don Balbano als meine Frau. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ich würde die Kirche jetzt verlassen, just saying. Okay, bitte TT her. Also, einfach nur just in case, damit sowas hier nicht nochmal passiert. TT, bitte. Es laggt auch ziemlich gerade. Oh mein Gott, Alter, gut, ich bin im Game und mir soll es egal sein, ne? Also, toll. War wirklich eine schöne Zeremonie, ehrlich? Nicht geil. Das lief ja super. Ich glaube, der Server ist auch jetzt abgestürzt. Das kann sein. So gut war es, dass der Server abgestürzt ist. Das war ja toll, Mensch. Euer Dorf brennt hier hinten ab. Ja, das war super. Ja. Das war ein Spaß. Ich würde dann jetzt einfach gehen. Okay? Ich würde gerne noch sehen, wie die Kirche explodiert, aber es ist alles abgebaut worden an TNT. Ey, Rivi, schau mal. Es ist ein bisschen was explodiert, aber... Also,
Also jetzt. Also jemand gestorben? Mega. Ja, toll. Nee, wirklich. Schön. Jetzt ist schön, dass schön, dass ich bin gestorben. Schatz, du bist gestorben. Alles klar. Das war mit Abstand das Unangenehmste, was ich in meinem ganzen 26 Jahren erleben musste, wirklich. Ganz toll. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, meine Freunde, Folgendes zu tun. Ich stoppe jetzt den Server. Das muss hier aufhören. Das muss aufhören, Leute. Ich habe jetzt den Server gestoppt. Das reicht jetzt auch. Genug jetzt von diesem Stream-Event. Da müssen wir jetzt einfach auch dann, ne? Ohne Ich hab den Server gestoppt. Damit sowas nicht nochmal passiert, ja? Scheiße. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Stream-Event. Super. Jo. Tschüss, ne?